die Gegner von uns in Österreich vergehen, ebenfalls auf dem Weg zum Ring. Schön langsam und bedächtig. Meine Damen und Herren, ganz kurz die Regeln für das Teammatch. Jede Mannschaft, wie Sie sehen, besteht aus zwei Ringen. Jeweils ein Ringer darf sich nur im Ring aufhalten, währenddessen sich der andere außerhalb des Ringes an einem dafür vorgesehenen Seil festhalten muss. Die Ablösung erfolgt mit dem Handschlag und jede Mannschaft braucht zwei Einzelsiege, um den Gesamtsieg zu erringen. Das Teammatch geht nicht über eine Rundenanzahl, sondern über eine maximale Kampfdauer von 20 Minuten. Der Gegner von uns in Österreich hat ebenfalls im Ring. Und zwar Freddy Mahle Liechtenstein und Gerhard Hohleitner Bayern.
Jedoch der Delegierte des Verbandes hat diese nicht angenommen. Fünf Minuten der Kampfdauer sind bereits vorbei. Es bleiben noch maximal 15 Minuten für jede Mannschaft. Die wichtigen zwei ersten Siege zu gewinnen. Eins. Ein Mann nur.
So. Nicht bei den Herren ziehen, den Gegner hochkommen lassen.
So. Hey. Der erste Sieg für die Mannschaft Klaus Hollers und Helmut Lundesieg. Herr Meierhofer, bitte zu uns. Herr Ringrichter Meierhofer wird verwarnt von den Delegierten des Verbandes bei gleich. Er wird verwarnt, bei beiden Gegnern gleichmäßig zu zählen. Nicht einmal schnell und einmal langsam. Sind bereits vorbei. Es bleiben noch maximal 5 Minuten für die Mannschaft Wallers-Lukas-Sieg, den wichtigen zweiten Sieg zu erringen, oder für die Mannschaft Gerhard Hohleitner und Pauli Mane 2 Einzelsiege zu erkämpfen. Hochkommen lassen, Herr Lukas-Sieg. Stopp, Herr Mali, gehen Sie in die Wege. Stopp, Herr Mali. Stopp, Herr Mali, gehen Sie in die Wege. Einmal nur. Stopp, Herr Mali. Stopp, Herr Mali.
Helmut Lukasik Österreich und Klaus Wallers Österreich. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Pokalverleihung. Und diese Pokalverleihung wird der Delegierte des Verbandes, Herr Anton Bubi, persönlich vornehmen. Und zwar ein Pokal, der Ehrenpreis der Weinviertel Volksbank. Und er geht, dieser Ehrenpreis, er geht an Klaus Wallers Österreich. Der zweite Ehrenpreis der Sparkasse der Stadt Pulsdorf, dieser Pokal, er geht an Helmut Lukasik Österreich. Und der dritte Pokal, Geschäft der Ehrenpreis der Raiffeisenkasse Pulsdorf, dieser Pokal geht an den Einzelsieger Gerhard Hohleitner Bayern. Damit sind wir am Ende. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihren wieder zahlreichen Besuch. Wir bedanken uns wieder für Ihr zahlreiches Erscheinen im Namen des Veranstalters und in unserem Namen und wünschen Ihnen noch recht gute Unterhaltung. Viel Vergnügen heute Abend mit der Top-Band aus Österreich.